Hallo und schöne Grüße aus den verlorenen Wäldern, wo gerade der Tag anbricht, die Möwen zwitschern. Was? Die Möwen? Was rede ich denn da? Egal, auf jeden Fall. Herzlich willkommen zurück. Und ich habe mir gedacht, bevor wir weitermachen mit den Tempeln, unter anderem, ich muss mal kurz die Uniform wechseln, das sieht schlimm aus, da habe ich es lieber grün, muss ich sagen. Und zwar wollte ich, bevor wir mit den Tempeln weitermachen, erstmal die Nebenquests abfrühstücken. Das heißt, die Quest mit diesen Spezialobjekten, nennen wir sie mal so. Beispielsweise Henny. Weil es am Ende, so habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise so habe ich es noch in Erinnerung, dass da etwas Nettes auf uns wartet, was uns den Wassertempel erleichtern wird. Okay, ich glaube, hier war irgendwas mit als Kind. Ich glaube, wir müssen mal als Kind hierhin zurückkehren. Ich glaube, das war irgendwas Interessantes. Hallo? Er reagiert nicht. Er scheint zu schlafen. Okay. Dann, wir haben ja einen Huhn. Versuchen wir das mal mit dem Hühnchen. Henny, was? Ich dachte nur, ein netter Mensch kann dich zähmen. Das bedeutet, du musst in Ordnung sein. Ganz bestimmt, ich vertraue dir. Tust du mir einen Gefallen? Bring dies hier zum Laden der Hexe Asa in Kakariko. Doch lass dir nicht zu viel Zeit. Oh, juhu, meine, das ist ja meine Präferenz. Ich liebe es ja. Denn sonst löst es sich auf. Ja. Der Schimmelpilz. So ein frischer Pilz fault sehr schnell. Also bring ihn rasch zum Hexenladen in Kakariko. Okay. Dann hoffe ich mal, dass wir das hin auf die Kette kriegen. Sonst machen wir es einfach so oft, bis es klappt. Nee, sonst, denken wir erst gar nicht über die Möglichkeiten, dass es nicht klappt, weil sonst werde ich irgendwann so wütend werden, dass ich dann offscreen mache, wie im Feuertempel dieses Schöne sein. Aber ich hoffe ja erstmal, dass ich es so hinkriege. Sonst nerve ich euch so lange, bis es klappt. Ich hoffe ja irgendwie, wir haben den Gaul da stehen, aber ich glaube nicht. Ich fürchte leider nicht. Und ist der schneller? Ja, das ist auf jeden Fall deutlich schneller. Wir werden jetzt nämlich so schnell wie möglich nach Kakariko reiten, weil es Tag sein muss, wenn wir da sind. Weil sonst ist der Laden ja zu und das ist ein bisschen problematisch dann. Hallo, Schatz. So. Und Speed-Wendung. Och, Gaul. Da war nix. Ich werde jetzt hier rüber springen. Ich glaube, das ist schneller. Also nicht mit dem Pferd. Das Pferd macht das nicht. Aber ich werde hier runterspringen. So. Warum auch immer dieses Hallo, Pferd. Lass es. Das blöde Pferd sich da immer aufregen muss und steigen muss. So. Jetzt haben wir 2 Minuten. Wir haben 1 Minute verbraucht, noch 2 Minuten über. Das müsste eigentlich klappen, Leute. Es müsste eigentlich klappen. Und jetzt, da wir ja den Feuertempel. Ich stelle mal die Vermutung an, da wir jetzt den Feuertempel hinter uns haben, das heißt, diesen blöden Todesberg beruhigt haben, wird es auch nicht mehr spucken. Das heißt, wenn wir da auf diesen Todesberg drauf müssen, wenn es schnell gehen muss, wird das uns gelingen. Ohne Komplikationen. Weil beim letzten Mal, als ich das versucht habe, ist schon was länger her, ja, da hat es so oft gespuckt, diese ganzen Felsen, die da runtergekommen sind, dass ich das kaum geschafft habe. Also, dann bin ich wirklich in der letzten Sekunde angekommen. Weil hier hinten geht es durch. Hier hinten geht es durch. Und man kommt ganz leicht zum Magieladen von der Hexe Asa. Aber das geht eben nur, ach Gott, wenn es auch wirklich tagüber ist, dass du auch wirklich in den Laden reinkommst. Die Alte ist auch ein bisschen gruselig. Welch ein seltsamer Duft. Welch ein seltsamer Duft. Du musst etwas gefunden haben. Oh, sie gruselig. Ja, ja, ja. Den gibt's hier doch. Ist das ein Tiger? Dieser Taugenichts. Er musste unbedingt in den Wald gehen. Hm, ich verstehe. Hey, gib das sofort her. Nein. Ja, ich muss.
Und Darkroom! Ja, mach ihn, Alte. So kann man natürlich sich auch die Animationen sparen. Wenn du den Dummkopf siehst, dann gib ihm dies. Es ist die stärkste Medizin, die ich je gebraut habe. Aber sie wirkt nicht bei jedem. Der Modertrank ist bestimmt nützlich. Geh doch mal in die verlorenen Wälder. Es heißt, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Ich glaube, das ist wahr. Ja, das glaube ich leider auch. Ach. Wie sagte nicht Einstein so schön? Gott, erstmal die Leiter hochklettern. Nur zwei Sachen sind unendlich, die... Ach Gott, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Die Dummheit der Menschen? Ach, ich weiß es nicht. Wissen, Fantasie, ach Gott. Da wollte ich doch mal mit einem klugen Zitat strunzen und ich krieg's nicht auf die Kette. Ist aber wieder typisch für mich. Ist ja auch egal. So. Jetzt werde ich doch mal meinen geparkten Gaul wieder abholen. Ich bin gerade... Bringt auch nichts, wenn wir uns zum Waldtempel warpen. Obwohl, doch, doch. Ein Moment. Wenn ich wüsste, wie das Lied ist. Den Bolero des Feuers kann ich gerade noch. Also, ja, ist ja auch egal. Aber da, ich habe gerade überlegt, da könnten wir uns eigentlich auch Feen abholen, weil da ist eine Feenquelle, wenn ich richtig erinnere. Aber ist ja egal. Ich rufe mal meinen Gaul hier hin. Ach, bevor jetzt sich irgendwer auf den Schlips getreten fühlt. Oder was weiß ich, weil ich Epona immer wieder Gaul nenne. Ich habe nichts gegen Pferde. Ich habe selbst immer wieder Pferde gehabt und reite seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ich nenne Pferde nur ab und zu schon mal Gaul. Aber das ist nicht böse gemeint. Das ist nichts Abwertendes bei mir. Nur, dass sie Bescheid ist. Weil es doch so die eine oder andere Person gibt, die sich damit doch ein bisschen angegriffen fühlt, wenn ich ein Pferd Gaul nenne. Aber das ist normal mein Gaul hier. Ne? Genau. Dann galoppeln wir doch mal zurück nach Kokiri, in unsere Heimat, zu unseren Freunden. Mit ganz dicken Anführungsstrichen. Lauf schneller. Komm, noch eine Karotte in den Hintern. Und noch eine. Und es ist Nacht. Kleine Linky muss schlafen gehen. Na, das war doch mal schön gestoppt, ohne Aufbäumen und Rumgenerve. Und die Brücke. Dum, 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 dum. So. Ist ja egal, in welcher Tages- und Nachtzeit wir da hinlatschen. Von daher einfach mal hops. So, Bido. Okay, und jetzt werden wir mal nach unserem Freund suchen. Dum, 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 dum. Fee? Na, du bist aber nicht der, den ich suche. Hallo, kleines Mädchen. Der, den du suchst, ist nicht mehr hier. Jeder, der diesen Wald betritt und kein Kokiri ist, wird verdammt, ist verdammt. Jeder. Sicher hat er sich schon längst in eine Pflanze verwandelt. Ach ja, wir müssen dir ja erstmal das zeigen. Er ist nicht mehr hier. Jedes Wesen, das kein Kokiri ist, ist in diesen Wäldern verloren. Sicher hat er sich schon inzwischen auch in eine Pflanze verwandelt. Alles, was von ihm übrig blieb, ist diese Säge hier. Die Medizin besteht aus Waldpilzen. Gib sie mir. Okay. Und da. Du hast den Modertrank gegen die Säge eingetauscht. Der komische Karl hat das wohl hier liegen gelassen. Ja, man kann es sicher auch so nennen. Hier liegen gelassen. Nicht. Wirst auch du dich verwandeln? Natürlich. Ich verwandle mich in einen Dekobaum. Der dich dann auffrisst. Hahaha. So. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Handwerker, da Kakariko ja fertiggestellt wird, beziehungsweise fertiggestellt wurde, es ist ja jetzt fertig,
nicht mehr in Kakariko sind, sondern sich eine neue Baustelle gesucht haben. Und die so im südlichen Teil Hyrules im Gerudo-Tal ist. Deswegen werden wir da jetzt mal hingaloppeln. Und mal schauen, was Sache ist. Na, parkt mein Pferd auch noch brav? Ja, da ist es ja. Feines Schatzi. So, einmal wenden. Und Grand Theft Auto. Oder Grand Theft Horse. Und einmal into the south. Also, nee, eigentlich ist es ja mehr Westen, wie ich gerade sehe. Im Süden ist ja der Hylia-See. Und im Westen... Oh ja, ich habe jetzt Pfeile, ich habe jetzt Pfeile. Ist das cool? Mann. Blöd, wenn man sich zu doof anstellt. Yeah! Chakalaka! Cool! Du hast einen Geist vernichtet. Willst du ihn in einer Flasche aufbewahren? Ja! Du hast einen Nachtschwärmer gefangen. Verkaufe ihn im... Cool, Nachtschwärmer! Die waren doch so super viel wert. Oder war es doch das... Also, waren Nachtschwärmer Irrlichter auch? Oder waren Nachtschwärmer die Teile, die so viel bringen? Ich glaube, die brachten viel. Egal, wenn wir das nächste Mal im netten Schloss sind, das im Moment ja so nett aussieht, werden wir da mal vorbeischauen. Oh. Ich weiß nicht, wie oft ich hier einfach nur drüber gesprungen bin. Oh, einfach nur... Ja, vor allem, weil ich es meist nicht hingekriegt habe und ich es unbedingt immer hinkriegen wollte. Ich wollte es ja unbedingt. Und habe dann angefangen, überall rüber zu springen, weil ich dachte, ach komm, das Pferd kann das schon. Ist mir dann aufgefallen, dass nein, das Pferd kann es nicht. Das Pferd kann zwar seltsame Stunts, aber nicht über so ganz banale Sachen springen. So, da wollte ich eigentlich nicht drüber springen, aber gut. Nehmen wir mal so hin. Und bam. Oh. Ich liebe diese Musik hier im Gerudo-Tal. Die ist toll, die Musik. Ich glaube, ich hatte die auch mal als Klingelton. Das und eine ganz, ganz lange Zeit die Musik aus den verlorenen Wäldern. So. Und jetzt hebeln wir mal kurz die Realität aus. Realität, guck mal kurz weg, ja? Okay, guck mal gleich kurz weg. Das wäre mir sehr recht. Ich habe ja doch nicht... Wisst ihr, ich habe Pegasus. Ich habe nicht Epona. So. So, und jetzt ist es an der Zeit, wegzugucken, Realität. Weil das ist... ein bisschen lachhaft. Hallo, da bist du ja. Reden wir mal mit euch. Ich bin ein Handwerksmeister. Es waren Gerudos, die Brücke zerstört haben. Ich will sie reparieren. Aber meine Leute sind verschwunden. Ups. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Ja, tolle Idee. Hey du, wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun. Klar, aber nicht jetzt. Guck mal. Oh, das ist ja meine Säge. Aber ich dachte, ich hätte sie bei der alten Frau liegen lassen. Ich besitze übrigens ein zerbrochenes Biggeron-Schwert. Ja, das möchte ich haben. Du müsstest es nur von einem Goron reparieren lassen. Ja, ja. Ich will das Schwert. Ich würde es gegen die Säge tauschen. Gibst du sie mir? Ja. Guter Junge, vielen Dank. Ich kann dir zwar nichts derart Wertvolles zum Tausch anbieten, aber... vielleicht ist das ja okay. Du hast die Säge gegen ein zerbrochenes Goron-Schwert eingetauscht. Besuche damit Biggeron. Och, hör auf. Und? Ich weiß, ich bin gerade am Überlegen. Ich weiß aber leider nicht, wie man vom Todeskrater wieder zurück auf den Krater oben drauf kommt. Also von der Plattform... von der man aus
dann, also von der man dann, kann ich reden, auf die man landet, wenn man das Lied spielt. Habe ich gerade keine Ahnung, deswegen gehe ich mal lieber den Weg zurück, den ich kenne. Heißt, über Kakariko und dann einmal den Berg hoch. Weil ich meine, der Bigoron ist ganz oben auf dem Todesberg drauf. Beziehungsweise Todeskraters. Todesberg. Oh ja. Och, blödes Vieh. Ich vermische irgendwie immer die Version aus Twilight Princess und die Version aus Ocarina of Time. Und mache dann da aus Feuerberg und Todeskrater immer so lustige Mischmische. Lauf! Einsamer Cowboy, so weit von zu Haus. Ja, ich war... Mensch! Und der Weg zu neuen Tagen ist noch viele Meilen lang. Reite weiter, immer weiter, in den Sonnenuntergang. Ich höre ja schon auf zu singen, ja, ich weiß. Ich höre ja schon auf, Leute. Und es ist Nacht. Und die Sternlein glitzern. Oder auch nicht. Ich reite gerade irgendwie ein bisschen zickzack, habe ich das Gefühl. Nein, ich bin nicht besoffen. Und jetzt lassen wir es mal langsam ausklingen. Schön. Damit mein blödes Pferd mal ausnahmsweise mal nicht steigt, wenn ich absteigen will. Das war doch jetzt mal schön. Hopp, 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 hopp. Hier ist alles dunkel. Und hier sitzt auch niemand vor. Oh, dann kann ich jetzt endlich mal gegen bouncen. Hat mir nur leider nichts gebracht. Gut. Sonst stehen da immer irgendwelche Leute vor. Jedes Mal, wenn ich das versucht habe, wollten die mit mir reden. Du sitzt auch ganz unermüdlich da. Was willst du? Ach ja, verkaufen wir was in der Flasche, oder? Bitte, verkaufe mir etwas mit C. Bitte, verkaufe mir etwas, bitte, in einer Flasche. Ich möchte gerade kein Geld haben. Oh. Deswegen, lass stecken, Alte. So, tups, 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 tups. Tapsi taps. Geh weg. Mensch, das hat sich überhaupt nicht bewegt. Und nochmal. Boah, wie schön immer die Beine wegfliegen. Ein Traum. Einfach nur ein Traum. Ah! Boah, immer diese krummigen Gummibällchen. Mensch. Link, stellst dich aber auch an. Das kann doch nicht wehtun. Also wirklich. Da, was steht? Ach ja, da steht sicher auf den Todesgrad herauf oder so nichts Interessantes. Ich habe mal ganz unauffällig gegähnt. Wow, da kommen die Bällchen hier. Und jetzt hoffe ich mal, dass meine Theorie sich wirklich der Wahrheit entspricht. Und es nicht wieder donnert und grollt. Obwohl, als Kind hat es ja auch gedonnert und gegrollt. Oh. Oder auch nicht. Dann verstehe ich aber nicht, warum es als Kind schon so, geblitzt und gedonnert hat, will ich mal sagen. Wenn doch eigentlich das jetzt mit, damit aufgehört hat. Oder hat es da schon mit der Sache mit Dodongo zu tun? Oh Gott. Ich könnte jetzt 1000 Theorien spinnen, aber und da kam gerade was runtergesprungen. Dann spring halt. Aber irgendwie machen mich keine meiner Theorien so wirklich glücklich. Muss ich ja gestehen. Stirb. Stirb. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. Nö, hab alles abgeschossen.
Hallo. Ja, da ist tatsächlich wer zu Hause. Wenn der sich in den Todeskrater setzt, ist der einmal so richtig schön verstopft. Hallo. Mein Bruder, er hat einen neuen Laden. Es ist Medigorons Waffengeschäft. Er ist gut, aber ich schmiede bessere Klingen. Dann will ich eine von dir. Die hylianischen Zimmerleute wissen meine Arbeit zu schätzen. Glaub mir. Ist bekannt. Ach, ich wollte gerade sagen, dich habe ich doch wieder auf Seite gepackt. Guck mal. Zweifelsohne eine Waffe aus meiner Schmiede. Ich würde sie reparieren. Doch beim letzten Erdbeben ist mir Lavastaub in die Augen geraten. Seitdem sehe ich schlecht. In Zoras Reich gibt es wundersame Augentropfen. Wende dich an König Zora. Bitte bring mir die Augentropfen. Ja. Du hast Bigoron das zerbrochene Goron-Schwert gegeben und dafür ein Rezept erhalten. Geh zu König Zora. Gehen wir zu König Zora. Ups. Aua! Das tat weh! Aber wir gehen jetzt mal rein. Rein aus Spaß an der Freude. Gehen wir jetzt mal zurück nach Kakariko und dann mal kurz ins Schloss. Ich glaube, da gibt es noch ein Melodiechen, was wir uns abholen können. Ich glaube, wenn ich da runterspringe, dann lande ich wieder da oben. Ich glaube, das ist kontraproduktiv. Ich dachte, wir könnten uns dadurch eine Abkürzung erschließen, aber dem ist scheinbar nicht so. Aber da Link ja fleißig überall runterspringt, machen wir das einfach weiter. Und werden auch hier runterspringen. Tut ihm zwar ein bisschen weh, aber wie schon gesagt, wir tun ihm ja gerne weh. Deswegen laufen wir mal einfach weiter. Sammeln wir uns unser Pferd mal bei Stop and Go ein und hopp. Hopp zur Schlossstadt. Dum, 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 dum. Na, soll ich nochmal schießen üben? Nee. Damit mache ich ja alle fertig. Damit mache ich mich ja nur selbst fertig. Ist ja schon peinlich. Ich möchte die Schleuder zurück. Nee. Nee, das ist nichts für mich. Also irgendwie... Mit der Schleuder ging es deutlich besser, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Seltsam. Da ist mein braves Pferd. Sorry fürs Gähnen. Das auch nicht. Eigentlich habe ich doch genug geschlafen. Warum gähne ich jetzt gerade? So, einmal rüber. Galopp! Hussa! Oh, Sliding Stop. Und auf einmal ist es ganz dunkel. Wo noch Tagesmusik ist, das ist ein bisschen gruselig. Okay, erstmal gehen wir mal zu unserer besten Freundin. Hallo! Und geben ihr mal unseren Nachtschwärmer. Guck mal! Oh, du bringst mir etwas. Nun, erstaunlich! Das ist ja ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 50 Rubine. Obendrein hast du nun 100 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto gut. Hast du 1000 Punkte gesammelt, dann wartet eine geniale Belohnung. Was hat die denn da stehen? Wow, Alte, hör auf zu schlagen. Eine kleine Säuferin auch noch. Sie ist mir irgendwie ein bisschen suspekt. Oder das. Der, die, das. Man weiß es ja nicht. Ja. Warte mal, ich wollte auch noch was machen. Verdammt. Mensch, ich vergesse alles. Wenn mein Kopf nicht angewachsen wäre, was? Aber ich hasse Zombies. Vielleicht mag ich deswegen Zombie-Filme so gerne. Zombie-Metzel. 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 Ach, hör auf mich anzuspringen. Geh weg von mir. Geh weg. Du kleiner, notgeiler Zombie. So, aber ich möchte jetzt eine Runde beten gehen. Einmal eine Runde beten.
Subdala. Hallo. Oh, schön. Aha. Hallo. Du hast jene bösen Geister vernichtet, die im Tempel hausten. Und du hast Celia erweckt. Oh, das hätten wir schon früher mal machen sollen. Ha. Doch sie ist nicht die Einzige, die deine Hilfe bedarf. Um alle Weisen zu erwecken, musst du noch weit stärker werden. Reise zu den Bergen, in die Tiefen des Wassers und sogar durch die Zeit. Willst du in die Zeit, aus der du gekamst, zurückkehren, so platziere das Masterschwert wieder im Zeitenfels. Tust du dies, so reist du 7 Jahre in der Zeit zurück. Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an diesen Ort zurückkehren musst. Lausche daher meinen Worten. Das Lied, das du spielen musst, um zur Zitadelle der Zeit zurückzukehren, ist die Kantate des Lichts. Und Harfe. Auch das kann man sich ja merken. Wetten, wenn ich es brauche, weiß ich es nicht mehr. So. Du hast die Kantate des Lichts erlernt. Solange du die Ocarina der Zeit und das Masterschwert in deinen Händen hältst, hast du auch Macht über die Zeit. Link, wir sehen uns wieder. Und Dekonuss. Hat doch was von der Dekonuss, oder? Okay, das werden wir jetzt aber nicht machen. Weil ich möchte jetzt erstmal in Zoras Reich. Ich bin gerade am überlegen, wie wir da am geschicktesten hinlaufen. Aber ich glaube, wir haben noch keinen Schnellzauberspruch, um uns in die Richtung zu bringen. Deswegen gehen wir doch einfach mal zurück. Und ich glaube, wir hatten doch da in der Richtung auch so ein Böhnchen gepflanzt. Können wir mal schauen, ob in den 7 Jahren mal was draus gewachsen ist. Oh, mir ist gerade danach. Warte. Ich muss gerade. Das ist mir gerade ein inneres Menno, geht nicht. Ich wollte das doch in die Luft jagen. Menno. Dann halt nicht. Geht weg. Ja, ja, hör auf rumzuschreien. Ich weiß. Ich sehe verdammt gut aus. Lass mich in Ruhe. Immer diese Groupies. Also wirklich. Nicht mal einmal seine Ruhe hat, Mann. Ach, da ist mein Gaul. Laufe ich an meinem Gaul vorbei. Herrlich. Komm, Epona, Galopp! Ach, da wollte ich doch hin. Ach, nee, warte mal. Warte mal. Dammit. Doch. Ich hatte gerade so ein bisschen Orientierungsverlust. Aber es war ja hier. Auch schon ein bisschen peinlich. So. Dann werden wir mal in Richtung... Ist das hier der Zora-Fluss? Ich glaube, das ist der Zora-Fluss. Ja. Ja, auf jeden Fall machen wir uns auf den Weg in Richtung Zoras Reich. Jetzt will ich aber mal wissen, wie man diesen Abschnitt nennt. Zoras Fluss. Zora-Fluss, meine ich. Da hatte ich es doch richtig im Kopf. Ja. Gott sei Dank keine Eule. War hier nicht auch ein Baum? Irgendwie verschwinden die Bäume. Geh weg. Ja, da ist tatsächlich was gewachsen. Dann werden wir das doch gleich mal ausprobieren. Tschüss.
Da könnten wir bei Gelegenheit mal vorbeischauen. Ich dachte immer, man müsste Epona hier hinbringen, um über die Zäune da zu springen. Und war immer ganz irritiert, warum ich das... Du gehst hier nicht weiter? Auf jeden Fall. Warum ich das nicht geschafft habe. Das hat mich ja völlig rammdösig gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Skulptur doch kaputt gemacht. Was will Navi? Listen! Spürst du das? Ein eisiger Wind weht vom Sommerfluss herüber. Ja, stimmt. Und es schneit. Okay, einen Moment. Ich möchte gerade mal ausprobieren, ob ich von da aus hier rüber springen kann. Nein, kann ich nicht. Okay. Dann halt nicht, Leute. Dann halt nicht. Komm, hopp. So. Ah, einen Moment. Jetzt ist es mir aber ein inneres Bedürfnis. Warum auch immer das jetzt noch zündet. Na? Ja. Dum. Tschu. Ready to take off. Warte mal, was ist denn hier? Das sind ja Rubine. Bin ich denn bescheuert? Oder vergucke ich mich gerade hier? Das sind doch Rubine. Nicht, dass ich die bräuchte, aber die habe ich noch nie gesehen. So. Ich glaube, da kannst du auch nur in diesen, genau in dem Moment rein, wenn du da den zum Stoppen gebracht hast. Hier kann man übrigens in die verlorenen Wälder, falls es jemand noch nicht wusste. Ups, falsch. Zelebrieren wir es mal. Ach, schön. Oh, sorry, ich bin gerade, war gerade ein bisschen in Gedanken. Sorry, sorry, Leute. Ja, ist ein bisschen eingefroren, ne? Wunderschön. Mir wird da direkt auch selber kalt. Oh, ich glaube, unserem dicken, quakenden Freund geht es nicht ganz so gut. Nee? Nee, das scheint noch nicht, das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Bevor wir uns aber auf den Weg machen und nach der Ursache suchen, werde ich erstmal eine Aufnahmepause machen, was essen. Und wir sehen uns dann tatkräftig und gestärkt dann wieder um... Ja, genau, streck dich mal. Um dann aufzubrechen und nach den Mysterien zu suchen. Bye!